volle Auftragsbücher und eine hohe Nachfrage. Die Schweizer Bauwirtschaft erlebt einen Boom und dies seit Jahren. Besonders stark boomt der Wohnungsbau. Für 2014 wird ein Wachstum des Wohnungsbestandes um 50.000 Neubauten erwartet. Die hohe Zuwanderung in den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsraum erneut gesteigert. Die tiefen Hypothekarzinsen und die Konjunkturpakete des Bundes fördern diese hohe Nachfrage zusätzlich. Doch der Baubranche fehlt es an qualifiziertem Personal. Insbesondere Praktiker für das Bauhandwerk und Fachkräfte mit Cleantech-Kompetenzen zur Umsetzung der Energiewende sind Mangelware. Ein möglicher Grund: um das Image der Bauberufe steht es nicht zum Besten. Trotz überdurchschnittlich hoher Löhne, immer mehr Jugendliche bevorzugen die Mittelschule anstelle beispielsweise einer Maurerlehre oder der Ausbildung zum Elektriker. Während die Zahl akademisch ausgebildeter Architekten steigt, fehlt es an Personal mit praktischen Fähigkeiten. Was sind die Gründe für den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften? Wie lassen sich das Image und die Anerkennung der Baubranche verbessern? Entsprechen die heutigen Berufsbilder noch den realen Bedürfnissen der Wirtschaft? Und welche sind die Rollen der Berufsbildung und der Hochschulbildung in Zukunft? Antworten in der Swissbau Focus Arena: Bildung für die Bauwirtschaft. Wer baut die Schweiz von morgen? Am Dienstag, 21. Januar um 16 Uhr.